Meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir, Sternzeichen Löwe, deine Monatslegung Januar 2022 mit dir teilen und dir einfach auf diesem Wege einen kleinen Einblick geben, wie du energetisch im Monat Januar leben könntest, leben wirst, leben darfst. Das heißt, ein Einblick, was kommt wirklich auf dich zu? Bedenke, Löwe, dass alles damit steht und fällt, wie du bereit bist, in Resonanz zu gehen, wie du bereit bist, etwas an dir zu verändern, wie du bereit bist, nicht nur diese Legung, ja, sondern auch Monat Januar und den Rest deines Seins wirklich zu genießen. Löwe, wir fangen schon mal damit an, dass ich dich dazu einlade, eine private Legung, zielorientierte Therapie oder auch sonntags, jeden Sonntag hier auf YouTube um 19 Uhr dabei zu sein, um einfach genau das, was für dich wichtig und richtig ist, dein persönlichen Bezug zu dir selber wiederzufinden, was auch immer du möchtest, schreib mich an, buch mit mir eine Legung, zielorientierte Therapie oder sonntags unser Live-Chat, wie gesagt, um 19 Uhr, wo all deine Fragen beantwortet werden, okay? Löwe, Januar 2022 habe ich dich energetisch in einer Energie, wo es darum geht, möchtest du ein positives Resultat haben? Möchtest du eine gesunde Liebespartnerschaft haben? Möchtest du dein Wesen vielleicht positiv verändern? Möchtest du gewisse Ziele erreichen? Egal, was du haben möchtest. Januar wird sein, eine ganz gewaltig große Veränderung, die auf dich zukommen wird. Kann heißen, zu deinem Günsten. Ja, kann auch sein, dass es ins Gegenteil ausschlägt. Es steht und fällt, wie du deine Powerart, deine Willensstärke, deine Motivation, deine Partnerschaft, aber auch deine Gesundheit pflegst. Wie weit bist du bereit, über deinen Schatten zu springen? Wie weit bist du bereit, auch Menschen zu verzeihen, die dir ganz, ganz viele böse Dinge angetan haben? Wie weit bist du bereit, auch in einer Seelenpartnerkonnektion, in einem partnerlichen Verhältnis, dich zu geben, dich zu teilen und zu erkennen, dass das, was du real erreichen möchtest, egal in welcher Situation im Januar, bedarf eine gewaltige Veränderung, ein Prozess interner Natur, ein Prozess externer Natur, um Menschen zwar auf eine liebevolle Art und Weise die Grenzen zu weisen, aber auch vor allen Dingen dir. Ich sehe dich mit einer Energie der Willensstärke, in einer Energie der absoluten Bereitschaft, eine Energie, die auch wenn es dir schwerfällt, eine vergangene Situation loszulassen, Erfahrungen, Todesfälle, die dich heute noch prägen, ein Vaterthema, ein Elternthema, eine Schwangerschaft, die sich nicht gegeben hat, ja, dass du vielleicht als Kind, der ein oder andere, eine schlechte Erfahrung gemacht hat, weil du vielleicht unter Dominanz gelitten hast. Egal was es ist, Januar bietet dir die Möglichkeit, einen komplett neuen Lebenszyklus anzufangen. Immer und dann, Löwe, wenn du wirklich bereit bist, dein Schicksal anzunehmen. Das Rad des Schicksals ist eine sehr, sehr positive Karte im Tarot. Warum? Weil es uns einfach sagt, wir haben eine Art zu leben, wir haben ein Schicksal, was geschrieben ist, aber wir alleine entscheiden jeden Tag aufs Neue, ob wir diesen Weg gehen möchten oder nicht. Im Januar sehe ich dich mit vieler Energie, vor allen Dingen der Kommunikation, ja, der Doch-Einsicht, auf der Arbeit nochmal ein bisschen einen Gang zurückzuschrauben, weil du sehr aktiv immer bist. Vor allen Dingen auch über deine Kapazitäten nachzudenken, über eine gesunde, passionierte, leidenschaftliche Partnerschaft. Gerade ihr Singles habt die Möglichkeit, aus einer Distanz, aus dem Herzen, weil ihr verletzt worden seid, weil ihr immer den gleichen Typ Mann anzieht, weil ihr schon über 65 seid und verwitwet seid, geschieden seid, was weiß ich auch immer. Ihr habt die Möglichkeit, als Singles jemanden in euer Leben zu lassen, weil das Schicksal sagt, es gibt eine gewaltige Veränderung auch in Bezug auf die Liebe. Was bedarf es dafür, in eine Jungfrau-Energie dich rein zu versetzen oder jemand, der vom Sternzeichen Jungfrau ist, begleitet dich im Januar, aber auch als Singles kannst du einen Menschen kennenlernen, der vom Sternzeichen Jungfrau ist und dir dabei hilft, dein Herz auf eine gesunde Art und Weise zu öffnen. Ja? Aufpassen mit Dreieckskisten im Januar, die könnten ein paar Probleme bereiten. Partnerschaften generell können stabiler sein, können die Liebe neu entdecken, können wirklich passionierten, leidenschaftlichen Körperaustausch haben, egal auf welche Art und Weise, okay? Ich sehe dich in einer Energie, auch wenn es gegen deinen Willen ist, auch wenn es dich anfangs vielleicht ein bisschen bedrückt oder schwerfällt, hast du die Möglichkeit, dein Geld zu verbessern, kaufen, verkaufen, Glücksspiele, Lottospiele, die ein oder anderen
sagen wir schnell Erbschaften womöglich auch, aber es ist ein super toller Moment, um einen Arbeitswechsel zu vollziehen, um einen Umzug zu wagen, aber vor allen Dingen die Willensstärke, deine Thematiken, die dich dein Leben lang begleitet haben, aber auch im Januar 2022 begleiten werden, umzuschwitzen in eine positive, fruchtbare Energie. Wir haben Schwangerschaften, wir haben Geburten, wir haben frischen Wind, gewaltige Veränderungen bedürfen Mut, bedürfen Disziplin, bedürfen Bereitschaft, aber auch Wertschätzung und Respekt dir selber gegenüber, damit das Schicksal ja wirklich seinen Lauf nehmen kann. Also wir haben wirklich für Löwen, die sehr impulsiv sind, die noch ein bisschen hadern damit, das Leben anzunehmen. Guck mal, ein freudiges Ereignis, positive Veränderungen, gewaltige Veränderungen, das Schicksal, was auf deinem Gunsten konspiriert, ja, die Möglichkeiten, alles zu erreichen, was du willst, wann du willst, wo du willst, von mir aus auch, ja. Es bedarf einfach nur Disziplin und die Ehrlichkeit zu dir selber, dankbare, positive Veränderungen an den Tag zu legen, zu reden, dich zu äußern, dich zu artikulieren, nicht aus diesem impulsiven Löwen heraus, sondern aus der Herzensgüte, die du Löwe auf jeden Fall hast. Meine Tochter ist auch Sternzeichen Löwe, ich habe mit ganz vielen Löwen zu tun in meinem Leben, Gott sei gesegnet, ja. Und Löwe, ihr habt einfach eine Power, Energie, die absolut kostbar ist. Die einen oder anderen werden heiraten, die anderen werden in einer Ehe sein, die vielleicht schon seit 30, 40, 50 Jahren basiert oder existiert, wo es immer mal wieder Höhen und Tiefen gibt, wo die Enkelkinder vielleicht auch schon sogar eigene Kinder haben. Sei es wie es sei, es geht um eine Situation im Monat Januar, wo du also einen Boden voller Früchte nähren kannst. Denk dran, ich denke auf Spanisch und rede auf Deutsch an alle Kritiker, die ihr kritisiert, dass ich Sprachfehler habe. Okay, es ist nicht einfach, auf zwei Sprachen zu denken und gleichzeitig auf eine Sprache zu übersetzen. Ja, das passiert mir nämlich sehr, sehr häufig. Also im Monat Januar sehe ich dich wirklich mit tollen Veränderungen, tollen Möglichkeiten, ganz viele Ereignisse, die dich erwarten können. Aber vor allen Dingen auch eine Hochzeit auch zu verschieben, eine Familiengründung, Kraft, Vitalität, Energie, also alles Mögliche ist da. Aufpassen mit der Gesundheit. Gehe zum Arzt, gehe zum Heiler, gehe zum Mediziner. Mach, was auch immer wichtig ist, um wirklich deine Energie so zu switchen, dass du auch in der Gesundheit im Monat Januar fruchtbar sein kannst, nicht nur für Schwangerschaften, sondern fruchtbar und offen für das Wundervolle im Leben genießen zu dürfen. Weil wenn du keine Gesundheit hast, bringt dir alles Glück der Welt nichts. Also achte auf dich, dein Nervenkostüm runterfahren, konfliktive Situationen mit einem ruhigen Dialog zu beenden oder auch anzugehen. Du wirst immer die Gewissheit haben, wenn du an dich glaubst, wenn du wirklich diese gewaltigen Veränderungen zu deinem Gunsten umswitch, wirst du sehen, dass der Monat Januar eine absolute Bereicherung für dich Sternzeichen Löwe geborene sein kann. Löwe, das war's von mir. Es war nur ein kleiner Einblick, nicht typisch für was ihr normalerweise von mir gewohnt seid, aber die Energien sagen mir einfach, die Monatslegung für Januar wird ein kleiner Einblick sein. Mach eine zielorientierte Therapie, wenn du in die Tiefe gehen möchtest, auch in dein Urvertrauen zurückfinden möchtest. Eine private Tarotlegung und sonntags, jeden Sonntag 19 Uhr hier auf YouTube, mein Live-Chat, heiße ich dich willkommen, damit du deine Fragen stellen kannst und auch lernen kannst, deine Energie, was deine Lebenskraft ist, sinnvoll einzusetzen, damit du in der absoluten Mitte zu dir selber bleibst. Löwe, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe, ein frohes, gesegnetes Jahr 2022. Danke, dass du mich die ganze Zeit begleitest und herzlich willkommen an alle, die neu in unsere Familie eintreten möchten, hier bei Alaina Tarot, für eure Likes, für eure Kommentare, dass ihr meine Videos immer teilt, dass ihr auch wirklich abonniert, das Glöckchen drückt, aber vor allen Dingen, dass ihr auch wirklich erkennt, dass alle meine Legungen auf irgendeine Art und Weise zu irgendeinem Zeitpunkt die Farbe geben im Leben, die für dich wichtig ist, aber auch intuitiv dich immer zu mir führen, weil hier wirst du genau das erfahren, was im Unterbewusstsein für dich gerade wirklich am Start ist. Auch wenn du es vielleicht manchmal ablehnst, Löwe, es darf sein, du bist ein Power-Element, du bist vom Element Feuer, es darf auch weiterhin so sein, aber versuche einfach mal die gewaltige positive Veränderung, die auf dich zukommt, herzlich und dankbar anzunehmen und aus allen Erfahrungen gelernt zu haben und den Januarmonat 2022 und den Rest des Jahres wirklich glücklich zu verleben. Es steht und fällt natürlich mit deinen Energien. Löwe, alles erdenkliche Liebe und wir hören uns bis dahin. Bye!